Uncharted 4 A Thief's End ist die Fortsetzung von Naughty Dogs Sony-exklusiver Spielreihe. Das Action-Adventure prägte das PS3-Spielerepertoire wie kaum eine andere Spielreihe und ist bei Kritikern wie Spielern für den ausgewogenen Mix aus Story und Action beliebt. In diesem Video fassen wir die bisher bekannten Fakten zum vierten Teil der Saga zusammen, der auf der E3 2015 für viel Aufsehen sorgte. Uncharted 4 setzt 3 Jahre nach der Handlung von Uncharted 3 Drake's Deception an. Hauptcharakter Nathan Drake fristet ein unbekümmertes Dasein weit weg von einstigem Abenteurerleben mit Schusswechseln und waghalsigen Klettertouren. Niemand würde den Lebenssimulator eines gelangweilten Sesselpupsers spielen wollen. Also lockt Entwickler Naughty Dog den geistigen Sohn von Lara Croft und Indiana Jones mit dem Auftauchen von Nates Bruder Sam Drake. Der totgeglaubte Sam ist 5 Jahre älter als Nate und gilt als rücksichtsloserer Charakter mit einer Spur Neid und Missgunst im Gemüt. Wie sein Bruderherz strebt auch Sam nach der Jagd auf legendäre Schätze und wie sollte es auch anders sein, ist genau das der Punkt, der beide verbindet und Nate wieder aus dem Sessel aufstehen lässt. Bei Uncharted 4 steht die sagenumwobene Piratenkolonie Libertalia im Mittelpunkt und der verschollene Schatz des Piraten Henry Long Ben bzw. King of Pirates Avery. Sam benötigt Nates Hilfe, um das Abenteuer zum Erfolg zu führen, und so macht sich der Familienbund auf, begleitet vom guten alten Kamerad Victor Sullivan, genannt Sully. Sully fehlte bislang in keinem Uncharted, selbst nicht im PS Vita-Titel Uncharted Golden Abyss. Was ebenfalls bislang nie in Uncharted fehlen durfte, ist die spektakuläre Grafikgüte, die das Actionspiel stets zum Kinnladenöffner und Sony-Vorzeigetitel macht. Uncharted 4 steht dieser Serientradition in nichts nach. Die Texturen der Markstände, Straßen und Gebäude sind knackscharf und überall erkennt man jede Menge Details wie kleine Risse oder Wasserpfützen, in denen sich die Umgebung leicht spiegelt. Doch nicht nur der Detailgrad der Umgebung ist auf höchstem Niveau, sondern auch der von Charaktermodellen. Die Power der aktuellen Sony-Hardware ermöglicht gewaltige Bildopulenz und dazu gehören anno 2015 eben auch vermeintlich unbedeutende Dinge wie Gesichtsfalten, Behaarung und Mimik. Auch animationstechnisch wird Uncharted typisch viel geboten. Gerade die nicht immer unmenschlich perfekten Bewegungen von Nate und Co. beim Springen, in Deckung gehen und schießen lassen die Figuren menschlich erscheinen. Das Gameplay gestaltet sich damit flüssig und rund. In Verbindung mit flotten, spontanen One-Linern ähnelt das Gesamtwerk einem spielbaren Actionfilm auf höchstem Niveau. Gerade diese Mischung macht Uncharted zu Uncharted und wurde in vielen Spielen oft kopiert, doch nie erreicht. Das gewohnte Rezept der Serie beinhaltet in einigen Stellen jedoch auch Neuerungen. Während Uncharted 1 bis 3 stets in ziemlich linearen Levelstrukturen stattfand, setzt Teil 4 auf etwas offenere Gestaltung und ermöglicht dem Spieler, das Levelende über mehrere Routen zu erreichen. Das ist natürlich kein Open-World-Gameplay, doch bietet diese Veränderung einen guten Kompromiss aus Inszenierung und Spielfreiheit. Ebenfalls neu ist die aktive Nutzung von Fahrzeugen. Bei der hier gezeigten Fahrpassage darf der Spieler selbst entscheiden, welchen Weg er für die Flucht vor den Verfolgern einschlägt. Ob es bei der präsentierten Jeep-Szene bleibt oder andere Fahrzeuge und sogar Panzer gesteuert werden können, ist offen. Klar ist dagegen, dass wir uns von der Uncharted-Reihe in Verbindung mit dem charismatischen Helden Nathan Drake verabschieden müssen. Laut Lead-Designer Kurt Marginau stellt Uncharted 4 das letzte Kapitel mit Nate dar. Mit Spannung erwarten wir also die Antwort auf die Frage, stirbt Nathan Drake in A Thief's End? Die gezeigte E3-Demo barg übrigens ein interessantes Easter Egg. Auf dem Nummernschild des Fahrzeugs ist ein umgedrehter Elena-Schriftzug zu sehen. Das kleine Symbol darüber zeigt einen Fisch und den Buchstaben R. Ist dies ein Hinweis auf das Auftauchen der frechen und selbstbewussten Reporterin Elena Fischer? Und wer sind eigentlich die Bösewichte in Uncharted 4? Es gibt folglich noch einige offene Fragen bis zur Veröffentlichung des Spiels. Uncharted 4 A Thief's End erscheint PS4-exklusiv 2016. Die Wartezeit könnte ein Re-Release der bisherigen 3 Uncharted-Spiele erträglich machen. Ein Remaster-Pack der ersten 3 Titel erscheint am 7. Oktober 2015 mit Verbesserungen bei Auflösung 1080p und Bildwiederholungsrate 60 FPS. Mit einem Fotomodus, jedoch ohne Multiplayer. Vorbesteller des Remaster-Packs erhalten zudem Zugang zum Multiplayer-Beta von Uncharted 4. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen zu Nates neuestem Abenteuer gibt.